Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Da wird ordentlich gearbeitet und ordentlich gehämmert. Es ist 8:03 und ich glaube, die haben Baby aufgeweckt mit dem ganzen Rumgeschlage auf irgendetwas. Irgendwas arbeiten die da, aber egal. Da. Scheiße. Die werden das Baby jetzt aufwecken. Das findet mein Schwiegersohn dann bestimmt gar nicht gut. Es ist 7:50, ne? Kann man nichts machen. Tja, süß ist, ne? Hunde finden das auch nicht so gut, die sind jetzt auch wach. Meine Güte, so ein Trubel hier ab heute Morgen. Wir setzen uns mal hier hin, weil da kommt ja ganz schnell die Sonne rum. Das dauert nicht mehr lange, ist hier um die Ecke. Aber wir haben ein bisschen Wolken wie heute. Sieht es ein bisschen diesig. Schaut mal. So ein bisschen Wolken sind zu sehen heute. Naja. Die Hunde sind wach. Da, guck, da hinten ist der Kleine auch. Da, der ist auch wach. Der sagt sich auch, komm, ich muss auch bellen. Und da oben ist dann der andere. Guck, da ist der von den Russen. Der guckt da und da. Da ist der andere. Seine ordentliche Begrüßungswelle hier am frühen Morgen. Hallo, guck mal. Ja, ich begrüße euch jedenfalls einmal ganz herzlich heute am Donnerstag und der Gartenmensch war heute Morgen ganz kurz einmal da. Also ich glaube nicht, dass der da unten viel gemacht hat und der Pool sieht gar nicht gut aus. Der sieht von hier oben weiterhin grünlich aus. Er ist zwar nicht ganz grün, aber ganz schön. Er geht in diese grünlichfarbene Richtung. Ich glaube nicht, dass die Kiddies da heute rein dürfen. Hier will ich eine Ameise. Nee, eine Spinne. Igitt. Igitt. Tja, ist die Spinne da. Geh nicht an mein Brot, bitte. Und an meine Brille auch dich. So. So. Alles weg da. Wer weiß, da auf meinem Sessel sind bestimmt auch Spinnen, weil ich habe die nicht abgeschüttelt eben. Hier wird drauf gesetzt. Wie geht es mir heute? Eigentlich ganz gut. Bismillah. Jetzt klebt mein Brot an meinem Kaffee. Und die fahren jetzt auch weg. Die Leute da alle, die da alle in der Dings waren. Die sind jetzt weggefahren da. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das da jetzt schon fertig ist, weil die sind mit zwei Autos da hin. Übrigens ist das tatsächlich eine Reparaturwerkstatt. Der hat aber auch ein Hauptdings sozusagen unten. Eine Hauptfirma. Das scheint wohl nur so ein Nebendings zu sein. Naja. Heute geht Jimmy und Celine, meine Schwiegertochter. Richtig traurig ist das. Ja, aber alles Schöne geht mal zu Ende, ne? 2 Wochen sind so schnell rumgegangen, ne? Das ist immer richtig, richtig Wahnsinn. Hier, wie gesagt, hier hast du nochmal so einen richtigen Speed hast du nochmal bekommen. Mein Arm, Chochschukül, geht's gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Es ist immer morgens so, dass es mir morgens besser geht als im Laufe des Tages. Wahrscheinlich, weil der Arm den ganzen Tag die ganze Nacht geruht hat. Obwohl, so viel geruht hat der gar nicht. Ich bin ja echt, gehe immer spät ins Bett und dann bete ich und wasch und mach und tu. Bis ich wieder einschlafe, dauert auch. Also so eine wirklich erholsame Nacht ist das dann immer nicht. Aber scheint wahrscheinlich trotzdem auszureichen. Also die paar Stunden, die da einfach nur mal so ruhig im Bett liegt, der Arm. Ja,
Da müssen wir gucken, was wir mit dem Pool machen. Also ich denke mal, dass ich dann, wenn der nichts gemacht hat mit dem Schwiegersohn, heute nochmal irgendwo in so einen Poolladen fahre. Wir haben gestern Abend auch unseren Poolmann angerufen, der uns die anderen Sachen geliefert hatte. Der war ja auch extra hier. Aber der ist nicht rangegangen ans Telefon, leider. Ja, müssen wir mal gucken, was wir da dann machen jetzt. Mir ist das eigentlich Wurst, weil ich gehe zwar rein, okay, muss aber auch nicht sein, ne? Also deswegen, aber die Kinder, ne? Genau. Naja, okay, liebe Leute. Ich werde mal frühstücken, weil sonst wird hier alles kalt. Und da muss ich meine Vormittagsvideos einstellen, weil ich bin sicher, mein kleiner Enkel ist schon fast auf dem Weg hierher. Ich sitze immer noch hier. Es ist inzwischen 8:45 und mein Enkel, der ist immer noch nicht da. Das ist wirklich eigenartig. Aber ich glaube, ich habe meine Tochter unten gehört, die schiebt da die Sessel hin und her. Baby ist bestimmt wach, aber mein Enkel nicht. Das ist sehr eigenartig. Mhm. Naja, ich hätte noch mal Kaffeedurst, aber keinen Bock nach unten zu laufen. Kennt ihr das? Deswegen drehe ich ja normalerweise immer unten, weil ich kenne mich, immer nach oben zu latschen. Das macht die Bossmuppe nicht. Ich bin zu faul für. Aber unten ist das zu laut, ne? Dann würden die Kinder aufwachen. Deswegen bleibe ich lieber hier oben immer morgens. Ich habe meine Videos durchgeschnitten, also beziehungsweise alle online gestellt. Meine beiden Vormittagsvideos und sogar schon einen Vlog-Teil, den um 15 Uhr, der steht auch schon. Weil ich eventuell ja mit nach Alanya fahre, weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal gucken, wie die da hinkommen. Was haben die eigentlich besprochen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Entweder fährt mein Schwiegersohn sie nach Alanya oder die nehmen sich ein Taxi. In beiden Fällen hatte ich überlegt, mitzufahren, weil ich gerne zu Telekom möchte und diesen Internetvertrag verlängern möchte. Obwohl da 24 Monate draufsteht, warum muss ich den dann trotzdem verlängern? Ich habe keine Ahnung. Wollte ich mal in Erfahrung bringen. Und ich muss ja auch ganz dringlich mein Mobildings verlängern. Jetzt bin ich gerade am Struggeln mit mir. Jimmy fliegt ja heute Nacht und auch der müsste eigentlich eine Nachricht bekommen haben, dass sein Telefon nicht mehr funktioniert, weil wir haben die beiden Dinger zusammen verlängert. Also die Nummer von Jimmy und auch meine, das habe ich am gleichen Tag gemacht. Und auch seine dürfte eigentlich nicht mehr funktionieren. Ne? Wenn das der Fall ist, kann ich ihn gar nicht erreichen, wenn er jetzt heute Nacht fährt. Der fährt nämlich heute Nacht los. Transfer ist ja teurer geworden, habe ich euch erzählt, ne? Von 300 auf 400 Telle. Die haben glatt mal so 100 Euro Inflation draufgeschlagen. Das ist schon heftig. Aber ja, hilft nichts. Und insofern mussten wir das natürlich bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel das im Moment macht. Ihr könnt auch nicht immer den Internetkurs eingeben, weil der natürlich fälschlich ist. Für diesen Kurs kannst du ja nicht wechseln. Also wir müssen ja immer so einen Punkt runter. Also wenn du für 30 wechselst im Internet, also wenn du rechnest im Internet, steht 30 meinetwegen 1 Euro, dann musst du aber auch noch immer die Gebühren von der Wechselstube mit runterrechnen. Also wenn das 30 ist, ist meistens 29, wechseln die für 29, manchmal noch schlechter 28,5. Das muss man, ist nicht viel, aber macht auch schon aus. Da muss man immer natürlich mit bedenken. Ja, und ansonsten, alle Kästchen, hör auf, deinen Arm zu benutzen, was juckt gerade so doll. Bin ich jetzt hier noch oben sitzend und überlegen, ob ich noch ein Video drehe. Ich hatte eben eins, ein Video habe ich auch gedreht, eine halbe Stunde habe ich wieder erzählt. Diesmal habe ich mir gedacht, dass ihr eventuell tatsächlich wissen wollt, warum ich, wie viele andere YouTuber ja auch, jetzt davon rede, Alanya zu verlassen. Das kommt, hat eigentlich gar nichts mit den anderen zu tun, sondern das ist, ich fahre da sowieso nie die gleiche Schiene wie alle anderen, aber ist es zufälligerweise in aller Munde gerade und auch bei mir im Moment eine Überlegung wert. Und insofern habe ich versucht, da so ein bisschen Licht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und da mal drüber aufzuklären, hat tatsächlich gar nichts mit den ganzen anderen zu tun, weil alle Gründe, die für andere YouTuber da eventuell ausschlaggebend sind, haben mit mir nichts zu tun. Diese Gründe habe ich gar nicht. Und deswegen nein, aber ja, ne? Guckt euch das Video an, dann erzähle ich euch alles. Was mir auch aufgefallen ist, noch mal kurz bevor ich das vergesse, da werde ich auch noch mal ein extra Video zu drehen, ist, dass alle meine Kleider auf einmal richtig lang geworden sind. Ich hatte euch dieses Phänomen, glaube ich, schon mal vor ein paar Tagen erklärt bzw. mitgeteilt. Und
Natürlich ist mir auch gleich dann eingefallen, warum das der Fall ist. Also normalerweise hatte ich euch ja erzählt, dass meine Kleider eigentlich irgendwie alle viel zu kurz geworden sind im Vergleich zum letzten Jahr. Und ich hatte schon vermutet, dass mein Oberkörper und mein Gewicht dafür eine Rolle spielt. Und tatsächlich bin ich jetzt ziemlich sicher, dass es an meinem Gewicht liegt. Denn dieses Phänomen ist immer das gleiche jedes Jahr. Ich brauche so ungefähr 2 Monate, bis ich so wirklich ganz visuell auch wahrnehmen kann, dass ich abnehme, ja. Und zwar, ich nehme nicht so ab wie in Deutschland, sondern ich nehme hier von Grund auf ab. Sprich, die Stellen, die normalerweise in Deutschland gar nicht dünn werden oder nur richtig erst dann dünn werden, wenn ich so wirklich richtig dünn geworden bin, also wirklich richtig stark abgenommen habe, nämlich hier der Oberbereich, meine Hüften, meine Oberschenkel und der Po. Das sind so Dinge, die wirklich gar nicht dünn werden. Zuerst mal nehme ich an der Brust ab, also hier, aber nicht so an den Schultern und an den Oberarmen. Da bleibe ich immer sehr muskulös eigentlich. Ja, ist wirklich so, also normalerweise, ne, jetzt bin ich alt, jetzt hängt schon wieder alles, aber früher war das schon so, dass ich ziemlich muskulöse Arme hatte und eben nicht so hängend leider wie jetzt. Und auch meine Hüfte und mein Po, das dauert relativ lange, bis das dünn wird, und mein Bauch auch. Aber das geht dann hier ganz schnell. So nach 2 Monaten stellst du fest, du nimmst ab, und zwar richtig doll. Da hat mir mal jemand von euch geschrieben, ja, das ist ja kein Wunder, das kommt durch das Vitamin D, ja, dass du da abnimmst. Habe ich da mal geguckt im Internet, scheint tatsächlich der Fall zu sein. Und das bemerke ich jetzt an meinen Kleidern, die sind alle mega lang. Dieses Kleid, dieses orange weiß gestreifte Kleid, das hängt mir bis auf den Boden. Ja, ich latsche da drüber. Das schleift auf dem Boden. Das ist richtig eigenartig. Und das war gar nicht so lang. Das war an den Knöcheln ein bisschen drüber. Und jetzt hängt mir das auf der Erde. Und ich habe mich immer gefragt, das kann nicht sein. Das Kleid würde ja wohl länger geworden sein. Und das ist jetzt mit all meinen Kleidern, die ja hier in der Türkei immer lagern und liegen und die ich ja hier immer anziehe, die ihr ja immer seht und an denen ich immer rummeckere. Weil die viel zu weit ausgeschnitten sind. Die könnte ich jetzt theoretisch alle einmal hier abschneiden und dann sind die ja ein Stück kürzer, was gut ist, weil sie fast auf der Erde schlagsen im Moment. Und außerdem ist das hier dann alles so ein bisschen mehr geschlossen, ne? Hätte ich eine Nähmaschine, hätte ich das wahrscheinlich auch schon lange gemacht. Aber das wollte ich doch noch mal ganz kurz mitgeteilt haben. Mache ich auch noch mal ein extra Video zu irgendwann, wenn ich es nicht vergesse. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, noch mal ein Video zu drehen, ja? Aber ist doch toll, ne? Ich habe nämlich in den Spiegel geguckt, eben auch noch mal, und habe gesehen, dass da ordentlich was an Fett verschwunden ist von meinem Körper. Ja, so, also hauptsächlich an den Stellen, die eben nicht so leicht abnehmen: Po, Hüfte, Bauch, Schultern, Arme. Sind wir wieder ordentlich am Arbeiten. Ich gehe zu Beam und hol Brot. Wir haben nämlich leider überhaupt gar kein Brot mehr. Es ist inzwischen schon 10:30 und ich habe meine Tochter telefoniert und ein paar Pläne geschmiedet und ja, jetzt ist schon mega spät geworden, dass wir jetzt das Frühstücken angehen müssen. Es geht vom Wetter her, es ist ein bisschen windig, aber auch nicht so ein warmer Wind, sondern der hat schon so eine leichte frische Brise. Also es ist auf jeden Fall aushaltbar. Ich werde Brot kaufen, wie gesagt, und Marmelade und Frischkäse und die Überraschungsei.
Bandage, aber ich habe den noch nicht eingecremt, weil ich bin eben erst runtergekommen und die Bandage war unten und die Creme ist sowieso im Kühlschrank, deswegen das mache ich gleich, wenn ich zu Hause bin. Ne, so ist ja nicht. Du Straßenkuhle. Ja, man läuft auch irgendwie viel wackeliger, wenn man nur eine Hand hat. Als würde ich irgendwie auf, weiß ich nicht, als wäre ich nicht nur am Arm gehandicapt. Ganz eigenartig. Und meine Kleider sind so lang geworden. Ne? Das ist richtig nervig, weil dann, wenn die so lang sind, kannst du, es ist zwar schön, dass die so lang sind, ja, will ich ja auch, aber das Problem an diesen Kleidern ist halt, dass sie auch noch sehr eng geschnitten sind. Und das hat wiederum den Nachteil, wenn sie so lang sind, weil ich ja so dünn wahrscheinlich oben geworden bin, dass die Kleider dann natürlich länger werden, weil sie ja so in einem Stück geschnitten sind und am Bauch kein Gummi oder so haben, was dann das hält. Problem ist dann, dass du nicht so weite Schritte machen kannst. Ne? So kannst du nicht machen, sondern du kannst halt nur so große Schritte machen, wie auch das Kleid das zulässt. Das hier ist ein bisschen stretchy, aber ich habe auch engere Kleider, die nicht so stretchy sind. Und dann ist das tatsächlich ein bisschen komisch. Die sind fast alle bis zum Boden lang. Ne? Das auch. Zeige euch mal einen Moment. Seht ihr? Das Kleid ist auch fast bodenlang jetzt. Und das war wirklich so ungefähr. Hatte ich euch ja auch öfters mal gezeigt. Ich mache ja mal immer gerne so eine Kameraaufnahme von da. Jetzt werde ich angerufen. Moment. Ah, die kleinen Katzen sind wieder da. Und wo ist Mama bitte schön hin? Die versteckt sich vielleicht da hinten irgendwo, ne? Oh, sind die süß. Ich kann jetzt aber nicht so lange filmen, weil mein Schwiegersohn holt mich gleich ab vom Einkaufen. Er hat gesagt, ich hole dich ab, Mama. Und ja, oh mein Gott, sind die süß. Oh, sind die süß. Jetzt bei Beam. Ich habe Geld beim Kiosk gewechselt und zwar 40 Euro. Hat mir für 29 den Kurs gegeben. Also habe ich bekommen 1160 für 40 Euro. Jetzt kaufe ich ein paar Kartoffeln, vielleicht ein paar Gurken und genau. Kann euch aber leider nicht mitnehmen wegen meiner Hand. So, wir waren einkaufen. Ich und mein Schwiegersohn haben einige Sachen geholt. Also, diese Brezeln haben wir gekauft. Ich habe gedacht, die kann man vielleicht mal essen zum Frühstück. Genau. Dann Tomatenmark, Toastbrot. Dieses haben wir bei Ayusbil, also bei A101 gekauft. Die Champignons und die Pfirsiche. Eier hatte ich gekauft. Ich habe die kleine Packung genommen, weil wir so wenig Platz im Kühlschrank haben. Dachte ich mir lieber kleinere. Das ist immer ein Problem mit den doofen Eiern. Tomaten haben wir auch geholt. Bei A101 wollten wir die eigentlich holen, aber die waren da nicht gut. So, und Gurken habe ich ein paar geholt. Dann haben hier Sachen, Marmelade, Honig, nochmal einen Toastkäse und Frischkäse, Kartoffeln. Die waren auch nicht gut, aber ich habe versucht, einige rauszuholen, die gut sind. Butter, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich auch Butter ist, keine Ahnung, steht jedenfalls drauf, weil manchmal mischen die das gerne mit Margarine, da weiß man immer nicht. Dann haben wir hier Margarine steht drauf. Ja, siehst du, kann Oma nicht lesen, aber naja, kann man wahrscheinlich trotzdem essen. Zweimal Frischkäse und Ketchup und Nutella und für die Fruchtsäfte Milch habe ich geholt und
Küssgüt, also Kekse und eingelegte Gurken, nochmal Waffeln. Die hatten eigentlich ganz gut geschmeckt. Letztes Mal eine Sucuk, unsere Stamm-Sucuk. Die Nudeln sind zwar die günstigsten, aber auf jeden Fall viel besser als die, die wir letztes Mal hatten, weil die waren echt furchtbar oder beziehungsweise richtig matschig. Da weiß ich jedenfalls, dass die funktionieren. Dann haben wir zweimal Toast insgesamt, genau, und Getränke habe ich noch geholt. Einmal Pepsi und einmal Fanta-Verschnitt, weil Fanta gab es nicht bei Beam. So, das war's. Hier haben wir jetzt Sucuk. Dieses Sucuk kommt aus unserer Schlachtung, von den Kurbanweidern, von unserem Schlachtfest. Daraus hatten wir ja Sucuk machen lassen, mit Gewürzen versehen. Und jetzt haben wir die angebraten in Fett, in Öl wahrscheinlich. Oh, Öl hätten wir auch kaufen müssen. Wie, Öl ist alle. Naja, können wir nochmal machen. Und jetzt machen wir da Eier drauf. Eine ganze Menge natürlich, also vielen Leuten. Und dann machen wir noch mit Salz, vielleicht Pfeffer, weiß ich nicht. Ja, das war's. Jetzt, mach auf, was ist das dritte Ei? Zwei hat er schon aufgemacht, er hat nicht ausgehalten. Wir haben leider keine Kinder-Schokoladeneier gefunden, sondern wir mussten jetzt die anderen holen, so eine türkische Serie. Und aus den beiden ist das rausgekommen, ist ja auch richtig süß, ne? Gemacht mit diesem Männchen da drauf. Leider hatten die das nicht mit der Kinderschokolade, die waren ausverkauft. Gestern waren die noch da, sagt er. Der Verkäufer. Kinder mehr dickchickte. Jossa, ist der Mädchen nun? Ist der denn Mädchen nun? Also Kassen. Nee, ist der denn Ki? Er dickt doch die Kissen hin. Gesell, oder mich? Okay, andersrum, genau. Das ist doch toll, die hattest du noch nicht. Mhm, schön. Hat er noch mal? Nee, Dann ist doch noch ein Ei übrig. Doch noch eins übrig? Ja. Nein, das nicht. Nein? Aber er hat doch nur zwei aufgemacht. Eins und zwei. Ich habe eben geduscht, mache euch jetzt an den Akku dran. Wir werden nach Armenia fahren und meine Schwiegertochter im Hotel abliefern. Wir fahren alle nach Alanya und dann gucken wir uns vielleicht das Hotel nochmal an. Von da aus gehen wir zur Telekom. Nur, dass ihr schon mal so den Ablauf Bescheid wisst. Ich habe jetzt geduscht, weil ich konnte ja gestern auch nicht. Ich war zwar nicht im Pool, aber ich habe gestunken wie sonst was. Ich musste unbedingt duschen. Ja, und dann fahren wir in das Hotel von meiner Schwiegertochter und deren Schwiegereltern. Aber alles Weitere erzähle ich euch später. Ich muss den Akku laden, sonst kann ich nicht füllen.